die Kollegin Katja Kipping. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben soeben den zuständigen Minister gehört, der die angeblichen Verbesserungen des vorliegenden Pflegestärkungsgesetzes gelobt hat. Ich möchte nun die knappe Redezeit der Fraktion nutzen, um auf die entscheidenden Leerstellen und auf den grundlegenden Fehler des vorliegenden Gesetzes zu sprechen. Der vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, dass von dem Geld der Beitragszahlen ein kapitalgedeckter Vorsorgefonds angelegt werden soll. Kapitalgedeckter Vorsorgefonds, dieser etwas sperrige Begriff meint letztlich Folgendes. Geld der Beitragszahlenden soll abgezweigt werden, um es auf die Finanzmärkte zu werfen. Wir als Linke kritisieren die schwarz-roten Pläne für einen Kapitalstock und das aus drei Gründen. Erstens, die Beitragszahlenden müssen jetzt dreifach zahlen. Für den Aufbau des Fonds, für die bestehende Pflegeversicherung und da wir ein Teilkaskoprinzip haben, auch noch für die hohen Eigenleistungen. Zweitens, damit werden die Beitragszahler und Gelder der Beitragszahler ins globale Finanzcasino gespeist. Wir aber meinen, mit dem Geld der Beitragszahlenden darf nicht spekuliert werden. Das ist finanzpolitisches Harikiri. Das müssten Sie doch gelernt haben aus der Finanzmarktkrise. Und drittens, jeder Euro, der in den Kapitalstock fließen soll, fehlt heute für eine menschenwürdige Pflege. Menschenwürdiges Leben meint mehr als satt und sauber im Bett zu liegen. Eine menschenwürdige Pflege heißt deshalb auch, dass auch Pflegebedürftige weiterhin soziale Kontakte pflegen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Menschenwürdige Pflege heißt für uns auch, dass die Betroffenen selber bestimmen können, wie sie ihren Alltag regeln. Das gilt sowohl für Menschen mit demenziellen Erkrankungen wie für Menschen mit Assistenzbedarf. Und deshalb setzen wir uns voller Energie für einen neuen Pflegebegriff ein. Herr Kröll, Sie haben es angesprochen. In dem vorliegenden Gesetzentwurf fehlt jeglicher neuer Pflegebegriff. Und ich finde, dieses schwarz-rote Schweigen zum neuen Pflegebegriff zeigt das pflegepolitische Versagen dieser Bundesregierung. Meine Damen und Herren, ich habe verschiedene Pflegeeinrichtungen besucht. Ich habe, wie sicherlich auch einige von Ihnen, im Rahmen der Aktion Perspektivwechsel auch einmal Pflegeeinrichtungen von innen erlebt, also bin dort einmal in den Arbeitsalltag eingetaucht, wenn auch nur für einen kurzen Zeitpunkt. Und ich muss sagen, ich habe höchsten Respekt vor den Menschen, die dort eine schwierige und wichtige Arbeit nachgehen und das zu viel zu niedrigen Gehältern und zu wirklich schweren Arbeitsbedingungen. Arbeit in der Pflege bedeutet eben oft Arbeit im Akkord sowie Personalbemessung am Limit. Sobald es einen Krankheitsfall gibt, wird der Schichtplan zur Makulatur. Und insofern ist es kein Wunder, dass inzwischen Burnout und stressbedingte Krankheiten zum Alltag in Pflegeberufen gehören. Wenn Pflegekräfte ständig am Limit arbeiten und im Minutentakt rackern müssen, dann kommt der Mensch, und das auf beiden Seiten, unter die Rede. Wir aber meinen, Pflege ist keine Fließbandarbeit. Deshalb braucht es deutlich mehr Personal im Pflege- und Assistenzbereich. Menschenwürdige Pflege heißt auch, dass Menschen selbst entscheiden können, wie lange sie in ihrer gewohnten Umgebung leben wollen. Wir haben aber leider eine Situation, in der immer noch der Geldbeutel entscheidet. Denn nur wer sich überhaupt eine Pflegeeinrichtung leisten kann, hat wirklich mal Wahlmöglichkeiten. Und noch ein weiterer Aspekt muss angesprochen werden, wenn wir über die Entscheidung fürs Zuhausebleiben reden. Ich meine, eine Gesellschaft, die weitgehend Barrierefreiheit verwirklicht hat, ist eine Gesellschaft, die die Entscheidung für Pflege zu Hause erleichtert. Also tragen wir mit dazu bei, dass bei jedem Neubau, bei jeder Wohnungssanierung gleich die Barrierefreiheit mitgeplant wird, denn Barrierefreiheit bedeutet mehr Freiheit für alle. Mir ist bewusst, dass es in diesem Gesetzentwurf nicht um die Frage Ein- oder Zwei-Bettzimmer geht. Aber auch Herr Kröger hat ja angedeutet, dass wir uns auch hier verständigen über eine grundsätzlich notwendige Ausstattung. Und insofern möchte ich doch auf einen Aspekt zu sprechen kommen. Ich weiß, es gibt Fälle, da ist die Zwei-Bett-Lösung eine akzeptable Lösung oder sogar angenehm. Ich weiß aber auch, dass es für viele, ich weiß es auch von meiner Großmutter, für die war es eine Horrorvorstellung. Für unbestimmte Zeit mit einer unbekannten Person Tag für Tag, Nacht für Nacht das Zimmer teilen zu müssen, womöglich mit einer Person, die nachts vor Schmerzen schreien aufwacht, vor Albträumen geplagt, aufschreckt. Und deswegen glaube ich,
Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wirklich jeder, der ein Einbettzimmer will, auch in die Möglichkeit kommt, dass er auch in einer Pflegeeinrichtung einen letzten privaten Rückzugsraum hat. Also lassen Sie uns mit dafür Sorge tragen, dass genügend Geld ins System kommt, um im Pflegefall allen eine gute Unterbringung zu ermöglichen. Wir wissen, die häusliche Pflegearbeit wird vor allem von Töchtern, Ehefrauen, Schwiegertöchtern, kurzum von Frauen verrichtet. Frauen, die dafür viel in Kauf nehmen, Gehaltseinbußen, Verluste bei den Rentenanwartschaften, Verzicht auf Freizeit. Sie haben mehr verdient als tätschelnde Lobesworte in Sonntagsreden. Um pflegende Angehörige wirklich zu entlasten und um gute Gehälter und gute Arbeitsbedingungen in den Pflegeeinrichtungen zu ermöglichen, brauchen wir eine gute Finanzierung der Pflege. Deswegen, auch deswegen, setzt sich die Linke ein für eine solidarische Bürgerversicherung, eine Gesundheits- und Pflegeversicherung, in die alle einzahlen und von der alle gleichermaßen profitieren, die Pflegerin sowie die Millionärin. Meine Damen und Herren, Pflege gehört nicht an den Rand der Gesellschaft, sondern in die Mitte der Gesellschaft. Pflege gehört in die gemeinsame Verantwortung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Hilde Matt.